Moin Leute, ich war gerade ein bisschen einkaufen und mit bisschen meine ich habe nicht sehr viel gekauft. Wie gesagt, Geldknappheit, ne? Ich habe 4 Liter Super geholt. Super Plus gab es nicht, also werde ich das jetzt erst einmal mit Super probieren. Zweitaktöl habe ich noch bei mir im Regal gefunden, sogar von Liquimoli. 300 Milliliter sind hier noch drin. Ich werde jetzt 80 Milliliter hier drauf kippen, das ergibt dann eine 1:50 Mischung, nur um sicher zu gehen. Neue Zündkerze. So, das müsste dann erstmal reichen, um den auszuprobieren. Ich werde jetzt erstmal versuchen, irgendwie an die Zündkerze und an den Vergaser zu kommen, den Vergaser sauber zu machen und da ein bisschen Öl reinzukippen, damit er sich ein bisschen Öl dann zieht. Damit ich sicher sein kann, dass er auf jeden Fall ein bisschen Schmierung hat. Ich werde jetzt gleich die Batterie von meinem Soundboard, oh verdammte Möwen, ey. Die Batterie von meinem Soundboard nehmen und die dann erstmal hier reinbauen. Hat zwar 1 Ampere weniger, aber das macht auch keinen großen Unterschied. Ja, und dann mal gucken, ob ich heute noch versuche, den anzukicken. Das wäre ja ganz interessant, also das reizt mich ja, ne? Deswegen. So, da ist der Kofferraum. Gar nicht mal so schlecht gereinigt, wie ich finde. Die Heckklappe, das sieht auch ganz gut aus wieder. So, Batterie ist auch drin. Sieht man an meiner Beleuchtung. Und jetzt will ich wissen, ob das Licht ausgeht, wenn man ihn zumacht. Deswegen stelle ich die Kamera jetzt mal kurz hier rein. Ich hoffe ja, dass sie das aufhängt. So, dann mache ich mal zu. So, und jetzt müsste das Licht aus sein. So, Treibstoff ist drin mit Gemisch, ja. Öl habe ich voll gemacht und eine Batterie ist auch drin. Und jetzt will ich erstmal gucken, ob die Signalgeber funktionieren, ob sich das denn hier, ob sich hier denn was getan hat. Also, dann wollen wir mal umdrehen und alle mal festhalten. Die Öllampe ist aus. Ist das Ding an? Ja, ist an. Die Öllampe bleibt aus, das scheint zu funktionieren. Bei Treibstoff kommt nichts. Ist vielleicht nicht genug drin. Das glaube ich nicht. Ich habe bestimmt 2 Liter reingetan, also ein bisschen was müsste doch kommen jetzt. Aber der Ölgeber scheint zu funktionieren. Die ist aus. Schön. Na, kippe ich noch ein bisschen mehr Treibstoff rein. Oder hat er schon direkt erkannt, dass das Oktan 95 ist? Und das mag er nicht. So, und weiter geht's. Ich hoffe, dass ich das Video überhaupt benutzen kann, weil mein Nachbar wieder so netterweise laute Musik anhat, dass man das auf dem ganzen Hof hört. Ich habe die Verkleidung abgemacht, zumindest das erste Ding schon mal. Und auch die Blinkergläser. Und das werde ich jetzt erstmal wegpolieren, ne? Ja. Tankanzeige funktioniert immer noch nicht. Muss mal gucken, was das wohl wieder ist. So, jetzt bin ich mit dem Putzen der Blinker schon mal fertig. War eher kontraproduktiv. Die sind jetzt zwar sauber, aber leider ist auch viel vom Lack abgegangen dabei. Also von diesem Spiegellack. Ne? Das heißt, die schwarzen Stellen, ja, der schwarze Schmodder ist zwar runter, aber dafür sind jetzt trotzdem schwarze Stellen entstanden, andere. Schade. Das ist nicht so schön, aber naja, gut. Man kann bei einem 23 Jahre alten Roller nicht erwarten, dass der wie am ersten Tag aussieht, ne? Das ist ja Chlor. So, mit den Blinkern bin ich jetzt soweit fertig mit dieser Front hier. Ja, das heißt, ich habe hier die Ritzen sauber gemacht ordentlich. Ja, und auch hier die Blinker, die sehen jetzt so aus. Komplett sauber gemacht. Ja. Ist nicht ganz so schön geworden, weil eben halt der Lack abgegangen ist. Vielleicht finde ich diese silbernen Lampenfassungen ja nochmal günstig neu. Mal gucken. Wie gesagt, das hat jetzt keine Priorität. Erstmal ist nur, das Wichtige ist erstmal, dass der Ranz jetzt weg ist. Und dass die Kiste läuft. Und apropos, die Kiste läuft. Laufen tut sie schon, nämlich aus. Sie läuft aus. Ja, das Ding leckt. Also irgendwie ist der Tank undicht oder vielleicht auch einer der Schläuche. Naja, ich weiß ja nicht, ob die jemals gewechselt wurden, die Schläuche. Ich werde ihn jetzt wieder reinstellen und dann kommt da ein Eimer drunter. Damit er das zumindest aufhängt.
weil das kostet mich Geld. Ja, ne? Der kann hier nicht einfach lecken, ohne mich zu bezahlen. Das geht nicht. Ja, Motor mache ich dann morgen weiter. Ich habe mir gedacht, dann werde ich erstmal zur Tanke fahren und erstmal den Ranster wegmachen, den groben, bevor ich da jetzt den Vergaser abmache und dann fällt nachher noch irgendwas von dem Ranz in den Motor oder so oder in den Ansaugschlauch da, so ein Krümel. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen morgen dann erstmal zur Tanke, Hochdruck abstrahlen, den Motorblock und so. Ja, und dann eben halt mal die Verkleidung abmachen. Ich habe das jetzt noch mal so gemacht, dass ich die ganzen rostigen Schrauben alle noch mal mit WD-40 eingesprüht habe, damit sie sich auch ja lösen lassen denn morgen. Ne? Ich habe nämlich keinen Bock, dass da irgendwas abreißt, abbricht oder sonst irgendwas. Ja, das war's mit dem Update für heute. Schwupp. Ach nee, halt. Ich will mir die Blinker jetzt noch mal angucken. Also das muss ja jetzt noch mal sein. Ach so, ist schon an. Aha. Naja. Naja, immerhin. Geht doch. Gut. Und morgen werde ich dann vielleicht auch schon den hier einmal abmachen und hier dann in die Ritzen gehen. Denn hier ist auch noch der ganze Grünspann in den Ritzen. Da komme ich so nicht ran. Wie gesagt, da muss das Ding einmal zerlegt werden für und dann sauber machen. Und dann mal gucken, ob ich morgen mit dem Motor schon weiterkomme. Morgen soll das Wetter auch wieder schlecht sein. Heute ist das auch nicht gerade toll. Also es ist ziemlich bedeckt, aber zumindest ist es trocken. Ja, das war es dann für heute. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen zusammengeschnibbelt. So, also dann bis zum nächsten Mal.